Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen. Ich bin hier in einer Aufnahme mit dem lieben Weiß. Hallo. Und wir wollen euch in diesem Video sagen, was jetzt alles über die Gamescom passiert. Also wir haben beide für die ganze Gamescom vorproduziert. Richtig. Und wir haben beide unsere Termine so gesetzt, dass wir die Fantreffen zusammen machen können. Da wir einfach in der letzten Zeit mit Varo natürlich auch sehr viele neue Zuschauer gewonnen haben und da sehr viele uns als eine Einheit jetzt ansehen, haben wir einfach gesagt, dann machen wir es auch einfach so, wir verstehen uns ja selber gut und also auch so außerhalb der Aufnahmen gut. Also haben wir gesagt, machen wir die Fantreffen einfach zusammen. Und wir wollen euch in diesem Video einfach die Termine nennen und wo wir uns treffen. Und ich würde sagen, Weiß, du kannst erstmal anfangen. Also es wird von Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag ein Fantreffen geben. Einzige Ausnahme ist für mich insbesondere nur Freitag. Dort macht Sander ein Fantreffen, aber dort bin ich nicht da. Die Zeiten sind eigentlich, also Donnerstag 14 Uhr hinter Halle 8, Freitag 14 Uhr hinter Halle 8, Samstag dann 15 Uhr hinter Halle 8 und Sonntag ebenfalls 15 Uhr hinter Halle 8, hinter Halle 8 und dazu. Genau, also im Grunde ist es ganz einfach, wenn alles geklappt hat, dann habe ich auch hier an dieser Stelle nochmal einen Plan eingeblendet und der Weiß auch. Halle 8 haben wir euch da eingezeichnet, das ist unter der Brücke draußen. Genau. Was heißt, wenn es regnen sollte, stehen wir trotzdem im Trockenen. Das ist der Vorteil, wir haben das jahrelang immer an zwei verschiedenen Plätzen immer gesagt, also wenn es regnet drin und wenn es draußen, dann ist aber, also wenn schönes Wetter ist draußen, aber das ist scheiße, weil dann voll viele Leute verwirrt sind, wo sind wir jetzt, blablabla. Also sagen wir jetzt wirklich hinter Halle 8 und was wichtig ist, Donnerstag und Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr. Richtig, das einfach merken. Und ja, wie gesagt, Freitag bin ich nicht da. Das ist der einzige Tag. Sondern du bist wo? Auf den Videodays werde ich sein, genau. So. Den Nachmittag, das heißt, dort. Genau, für meine Zuschauer, ihr werdet dann Weiß auf den Videodays sehen. Für die Leute, die eventuell auf den Videodays sind. Okay, dann gibt es für mich im Grunde nur noch eine Sache zu sagen. Beziehungsweise ich möchte danach nur eben kurz eine Sache sagen. Und zwar der Big Point Stand. An dem Stand werde ich am 8.8. von 11 Uhr bis 14 Uhr sein. Die haben mich eingeladen, da ein bisschen rumzuchillen und ein bisschen was zu zocken und ein bisschen Merchandise von denen auch zu verteilen an meine Zuschauer. Das heißt, wenn ihr Bock habt, schon mal vorbeizugucken vor dem Fantreffen, dann könnt ihr gerne beim Big Point Stand vorbeigucken. Das geht um 11 Uhr los und wie gesagt, geht bis 14 Uhr. Und sonst habe ich am Sonntag, den 9.8., noch einen Auftritt auf der Alliance-Bühne. Den mache ich zusammen mit den Skate und da gibt es auch ein paar Sachen, also T-Shirts von mir und auch Caps von mir. Wenn alles gut geht und da bin ich um 13 Uhr. Also wie gesagt, am 8.8. von 11 bis 14 Uhr Big Point und am 9.8. von 13 bis 15 Uhr Alliance Bühne. Und danach sind dann halt die Fantreffen. Genau. Ansonsten möchte ich nur noch eine einzige Sache sagen, weil ich das mir jedes Jahr irgendwie immer wieder erlebe. Es gibt Leute, die gucken einen mal an und dann machen die Fotos so heimlich. Wenn ihr mich seht oder wenn ihr Weiß seht, ich denke, Weiß sieht das genauso, dann quatscht uns einfach an. Wenn wir jetzt irgendwie am Essen sind oder so, dann könnt ihr vielleicht ein paar Minuten warten, das wäre ganz cool. Aber wenn wir irgendwo da rumlaufen oder so, dann quatscht uns einfach an, weil ich aus meiner Sicht bin eigentlich fast nur ausschließlich auf der Gamescom, um euch halt zu treffen. Ja. Und ich denke, das ist bei dir eigentlich genau das Gleiche, ne? Richtig, also von dem her keine Scheu und ja. Genau, okay. Eine abschließende Sache noch, falls ihr uns verfolgen wollt, das heißt, wo wir gerade auf der Gamescom sind und ähnliches, könnt ihr uns auf Twitter und Instagram folgen. Genau. Auf Twitter heiße ich ganz normal Weiß und auf Instagram Weiß YouTube, das habe ich ganz neu. Und Zander heißt auf Twitter ZanderLP und auf Instagram Zanders Welt. Also, so sieht's aus. Checkt das auf jeden Fall ab. Ist wirklich sinnvoll, weil es könnte auch sein, dass wir da eventuell die ein oder andere spontane Aktion nochmal ankündigen, wenn irgendwas in die Hose gegangen ist. Man weiß ja nicht, was passiert. Vielleicht gibt es ja sogar noch Mittwoch irgendwie die Möglichkeit, da nochmal spontan irgendwas zu machen, falls der ein oder andere von euch mittwochs da sein sollte. Ja, ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig mit dem Video. Wir sind eigentlich soweit durch und ja, ich hoffe, dass ich viele von euch sehe. Ja, wir freuen uns auf euch und ansonsten für die Leute, die nicht auf der Gamescom sind, noch viel, viel Spaß mit Varo. Ja, viel Spaß noch damit. Alles klar. Leute, haut rein. Ja, haut rein. Tschüss.